Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFD zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche, sagen wir 46, und zwar für die Handelstage vom 11. bis 15.11.2019. Mein Name wie gewohnt an dieser Stelle Markus Klebe aus den USA aktuell. Also ich muss mich an dieser Stelle auch entschuldigen, dass ich nicht, wie angekündigt, in Livestreams bzw. Videos hochgeladen habe hier in der vergangenen Handelswoche. Es war wirklich doch hier ein recht eingeschränktes Internet und nun versuche ich hier mal die Trading-Wochenanalyse wenigstens für den DAX zu machen und hoffe, dass ich das Video, was ich jetzt gerade aufnehme, doch am Ende dann auch hochladen kann. Also nicht wie gewohnt DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold, sondern hier erstmal nur den DAX. Wir werden natürlich auch mal auf die Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche schauen und mal kurz darüber sprechen, was in der vergangenen Handelswoche passiert ist. Die Indizes ja extrem stark nach wie vor. Euro, US-Dollar und Gold kamen relativ stark nach unten. Also der Goldpreis hat dann eben die negative Korrelation dann doch mal wieder aufgeholt. Die US-Indizes, gerade die US-Indizes am Steigen und Gold kam dann doch wieder mal etwas merklicher zurück. Aber wie gesagt, das soll jetzt gar nicht der Fokus sein. Bevor wir durchstarten mit dem Blick auf die Wirtschaftskennzahlen, erstmal ganz kurz der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zu Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen mal erstmal auf die YouTube-Seite von JFD und zwar auf die Trading-Wochenanalyse, die ihr euch jetzt gerade anhört. Und ich würde mich natürlich nach wie vor freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und diesmal muss ich gar nicht darauf hinweisen, dass unten dann ja immer Zeiten hinter den Märkten stehen. Diesmal ist es ja nur der DAX, also ich werde das hier unten natürlich später dann entsprechend weglassen. Blicken wir mal ganz kurz auf die Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche. Da kommt ein bisschen was aus Deutschland, da kommt ein wenig aus den USA, aber grundlegend war es in der vergangenen Handelswoche ja schon so, dass die Thematik USA-China-Handelsstreit, ja, nein, eventuell vielleicht ein wenig die Märkte bewegt hat, alles erstmal noch so ein bisschen positiv aussieht. Zwischendurch mal zum Ende der Handelswoche Donald Trump dann so ein wenig, beziehungsweise auch die chinesische Seite und Donald Trump ein wenig durchblicken ließ, dass er nicht ganz so zufrieden ist mit den Gesprächen. Jetzt am Wochenende allerdings dann auch schon wieder gesagt hat, dass es auf einem guten Weg ist, halt alles ein bisschen langsam dauert oder beziehungsweise ein bisschen langsam läuft. Die Märkte haben grundsätzlich alles etwas positiv aufgenommen, hatten wir ja gerade schon gesagt, die Indizes grundsätzlich am Steigen. Aber was kommt in der kommenden Handelswoche raus? Wir haben hier am Dienstag um 11 Uhr ZDW-Umfrage Konjunkturerwartung für Deutschland. Wir haben dann am Mittwoch nochmals um 8 Uhr harmonisierter Verbraucherpreisindex und wir haben aus Deutschland dann am Donnerstag 8 Uhr Bruttoinlandsprodukt. Alles Zahlen, ja, man sollte drauf schauen, man sollte auch gucken, es könnte schon so kleine Bewegungen im DAX geben, aber eben ad hoc keine Extreme, davon gehe ich zumindest persönlich hier nicht aus. Dann kommt nochmal aus den USA und da könnte es schon zu ein wenig Bewegung kommen. Am Mittwoch um 14.30 Uhr Verbraucherpreisindex. Hier könnte sich schon etwas Bewegung ereignen, je nachdem, wie dieser dann schlussendlich auch rauskommt. Und dann haben wir hier nochmal am Mittwoch um 17 Uhr und dann auch nochmal, da muss ich direkt nochmal schauen, Anhörung, genau, am Donnerstag um 16 Uhr Anhörung des FED-Vorsitzenden Jerome Powell. Hier ist es ja so gewesen, die Zinsen wurden ja das dritte Mal gesenkt und es wurde ja erstmal durchgibt oder ja, er hat durchblicken lassen, dass es jetzt erstmal vorbei ist mit den Zinssenkungen. Und werden wir mal schauen, wie hier entsprechend noch entsprechende Statements vielleicht durchsickern, wie das Ganze in den USA mit den Zinsen weitergeht. Von daher sind das natürlich auch nochmal Daten bzw. Uhrzeiten, die nicht ganz so unwichtig sind. Und am Freitag 14.30 Uhr dann nochmal Controlling des Einzelhandels aus den USA. Also alles in allem, es kommt einiges raus, aber es sollte alles in Summe nicht so zu Extremen führen. Nach wie vor werden wir eben darauf schauen müssen, okay, Donald Trump, China, USA, welche Informationen sickern da durch? Wird das weiterhin positiv aufgefasst oder kommt es dann doch nun endlich mal zu einer Konsolidierung? Erstmal nach wie vor ist das nicht so auf vielen Greed-Index, werden wir gleich mal schauen, nach wie vor auf einem Extrem erst weiter geklettert, also er ist jetzt schon mittlerweile bei 91, schauen wir gleich nochmal drauf und dieses Überhitzen des Marktes sollte doch auch zeitnah mal dazu führen, dass eine Konsolidierung eintritt. Wir waren aber auch in der vergangenen Trading-Wochenanalyse, auch am Montag, wo wir im Livestream uns noch dann die Märkte angeschaut haben, wir sind die ganze Woche oberhalb wichtiger, richtungsentscheidender Bereiche gewesen, somit war es hier definitiv kein Punkt, wo man entsprechend
entsprechend die Märkte shorten sollte, sondern der Markt war ganz sauber charttechnisch long. Werden wir uns gleich anschauen und ist es natürlich nach wie vor noch und die richtungsentscheidenden Bereiche klettern natürlich damit dann entsprechend auch nach oben. Also da ganz wichtig immer darauf achten, dass man natürlich nicht permanent hier gegen diesen doch teilweise sehr, sehr starken Aufwärtstrend immer wieder shortet. Was noch wichtig ist als kleine Side Note, wir haben natürlich hier am Montag Veterans Day in den USA, also Feiertag. Die Börsen haben zwar offen, aber durchaus denkbar, dass hier am Montag nicht so viel aus den USA rüberschwappt, denn der ein oder andere Händler hier ist dann doch eben im verlängerten Wochenende. Wir haben das jetzt hier mitbekommen, dass doch sehr, sehr viele Leute sich eher in die Freizeitregionen aufmachen und somit dann eben auch der ein oder andere Händler dann eben ein verlängertes Wochenende macht. Aber die Börsen haben offen, die Märkte laufen weiter, aber es könnte sein, dass hier nicht so viel Bewegung aus den USA entsprechend dann rüberschwappt. Blicken wir nochmal ganz kurz auf den Fear and Greed Index. Der ist aktuell, ich scroll das nochmal nach oben, bei 91. Wir hatten das ja schon mal ausgewertet. Also es ist natürlich so, die Märkte sind sehr, sehr stark am Laufen nach oben, ohne nennenswerte Rücksetzer. Das ist es ja immer, ne? Dass der Markt wirklich sauber nach oben läuft, ohne nennenswerte Rücksetzer und hier eben wirklich die Euphorie sozusagen immer mehr angeheizt wird. Long, 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 der Markt läuft, 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 aber irgendwann ist eben Schluss. Und dieses Schluss, das kommt meistens von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, da geht es dann auf einmal schnell nach unten. Deswegen spreche ich ja auch die ganze Zeit immer davon, wir müssen natürlich immer auch neben der sauberen Aufwärtsbewegung mal immer uns Gedanken machen, ab welchem Punkt sollte man vielleicht mit Käufen etwas vorsichtig sein, gerade was das Daytrading betrifft, vielleicht sogar mal antizyklisch sich dann schon mal mit der Shortseite beschäftigen und dann müssen wir eben gucken, wenn richtungsentscheidende Bereiche nachhaltig nach unten durchschritten werden, kann es natürlich auch mal zu einer etwas stärkeren Gegenbewegung, konsolidierenden Gegenbewegung kommen. Aktuell sieht es erstmal zumindest noch nicht danach aus, aber wir sind hier in diesem Fear and Greed Index wirklich auf einem Extrem. Das bedeutet, eine ganze Menge Händler sind eben gerade, was kurzfristige Ansätze betrifft, long investiert. Und wenn es dann heißt, okay, wir nehmen mal Gewinnmitnahmen mit, wir brechen wichtige charttechnische Bereiche dann doch erstmal wieder nach unten, dann gibt es gerne so einen Dominoeffekt. Und wir wissen, die Abwärtsseite geht eben gerne relativ schnell oder schneller als die Aufwärtsseite. Und dann heißt es eben dann doch mal ein paar Tage rote Vorzeichen am Ende des Handelstages und nicht eben in Reihe quasi immer wieder grüne Vorzeichen, Markt steigt. Das ist ja quasi in den letzten Wochen fast täglich hier der Fall gewesen. Also da dieser Hinweis eben nach wie vor dort ein wenig drauf achten, das bedeutet natürlich vorrangig hier dieser Fear and Greed Index für die US-Märkte, weniger für den DAX. Der Sentiment, Euwax-Sentiment, das ist eben aktuell nicht mehr so extrem im negativen Bereich, dennoch relativ tief. Bedeutet, dass auch hier eben so ein bisschen Rücksetzer durchaus stattfinden kann und wir haben da auf jeden Fall charttechnische Bereiche, die wir uns jetzt mal anschauen. Blicken wir aufs große Bild des DAX. Der DAX ist direkt mit dem Start der Handelswoche aus dem Bereich Schlusskurs vorletzte Handelswoche 950, hatte dann am Montag schon oberhalb der 13.000 oder im Bereich der 13.000 eröffnet, ist dann eben direkt am Handelsstart am Montag sauber nach oben gelaufen. Wir sehen es hier, schauen wir uns auch gleich auf dem kleinen Bild mal an, die von mir eingezeichneten Widerstandslinien. Und das war der Bereich um die Marke 13.175 und als nächstes der Bereich 13.303. Diese beiden Bereiche waren die wichtigsten Widerstandsbereiche in der vergangenen Handelswoche. Und da sieht man mal wieder, wie schön solche Widerstände, ja, wichtig sind oder beziehungsweise wie schön solche Widerstände halten, bedeutet, man kann das eben als Zielbereiche nehmen und es kommen ja auf der Aufwärtsseite jetzt die nächsten Widerstände, wo sich der DAX durchaus auch weiterhin hinhangeln kann. Und wir sind im DAX mittlerweile ganz nah, nur noch 300 Punkte weg von den Allzeithochs im DAX. Das muss man sich überlegen, wenn wir überlegen, wo wir am Ende des vergangenen Handelsjahres waren, beziehungsweise zum Start diesen Handelsjahres, da waren wir ja ein bisschen über 10.000, sind jetzt hier doch ein ganzes Ende oberhalb von 13.000, also es ist dieses Jahr, ich habe es jetzt prozentual nicht ausgerechnet, aber auf jeden Fall eines der besten Börsenjahre, die es eben in den letzten 30 Jahren wirklich gibt, wenn wir mal den Start und das eventuelle Ende relativ hoch eben mal so annehmen und da werde ich dann am nächsten Wochenende oder spätestens, wenn ich wieder im Büro bin, werden wir das dann eben prozentual auch nochmal uns ein bisschen genauer anschauen oder eben auch mal die Jahresperformance der letzten Jahre eben des DAXes, gerade des DAXes miteinander vergleichen, da wird man eben sehen, dass natürlich das aktuelle Börsenjahr ja wirklich sehr, sehr extrem positiv läuft, vorausgesetzt, wir enden natürlich auch auf diesem Niveau oder sacken nicht jetzt hier in den letzten 6-7 Wochen doch nochmal etwas stärker ab. Aber das kann natürlich passieren, aber es kann natürlich auch durchaus hier auf Allzeithochniveau gehen und der DAX in meinen Augen hat ja auch durchaus das Potenzial weiter zu klettern.
Da erstmal nochmal der Hinweis, wir hatten die Allzeithochs im Bereich um die Marke 13.600 und das war dann hier eben entsprechend Ende 2000 oder Anfang 2018. Hier oben, das waren die Allzeithochs, die der DAX da eben gesehen hat. Seitdem ging es ja dann erstmal ein ganzes Ende Richtung fast 10.000 und von dort ging es jetzt eben entsprechend wieder hoch. Somit haben wir hier die Abschläge von 2018 quasi fast in Gänze schon wieder wettgemacht. Also das jetzt erstmal dazu, dass man das große Bild nochmal so ein bisschen einnordet. Wo sind wir aktuell? Wir sind sehr, sehr stark und vor allem sind wir sehr, sehr sauber aufwärts tendierend. Und wenn wir uns das mal im Jahre 2018 anschauen, da hatten wir auch mal so eine Phase, die sehr, sehr stark nach oben ging, ohne nennenswerte Rücksetzer. Das ist es ja eben, was ich eingangs auch sagte. Hier war mal so ein kleiner Rücksetzer, aber grundsätzlich läuft das fast wie am Schnürchen und dann kommen eben solche Situationen und da geht es dann relativ schnell nach unten, beziehungsweise beim nochmaligen Ausbau der Jahreshochs ging es danach noch extremer nach unten. Ich will das gar nicht so extrem annehmen, aber ich denke, im DAX erstmal, wenn man sich das große Bild anschaut, wäre es durchaus realistisch und durchaus denkbar, dass wir diesen Bereich hier um die Marke, ja, ganz grob 12.700 schon charttechnisch durchaus anlaufen können, um dann vielleicht aus diesem Bereich wieder nach oben wegzudriften. Und solch konsolidierende Bewegungen, gerade wenn man sich eben die Vergangenheit anschaut, wie weit lief denn ein Markt mal, wenn er nach oben lief, wenn er heiß wurde, wenn er wirklich stieg? Und wie gesagt, 2017, 2018 hatten wir solche Situationen, wo der Markt dann auch mal stark gestiegen ist, ja, auch innerhalb weniger Tage oder Wochen eben wirklich starke Aufwärtsbewegungen zeigte. Und das haben wir eben auch dieses Jahr gesehen, aber danach folgten dann eben immer mal wieder konsolidierende Bewegungen. Und das ist es, das, was eben auch im DAX in meinen Augen wirklich mal reif ist. Die Indikationen dafür sind da definitiv. Und von daher wird oder sollte man sich auf jeden Fall das Ganze im Kopf immer mal vorstellen, dass es hier eben nicht wie am Schnürchen nach oben geht, sondern dass eben auch mal der Weg nach unten eben eintreten kann. Gucken wir uns das Ganze jetzt auf kleinerer Zeitebene an. Moment, ich nehme das erstmal wieder weg und wir können hier gerne auf den 4-Stunden-Chart gehen. Moment, ich sortiere das mal kurz durch und schauen uns das Ganze jetzt an. Also wir sind hier aus dem Bereich um die Marke 11.950 kommen, beziehungsweise 11.850 war hier sogar Pi mal Daumen. Das Tief nicht ganz, aber so ungefähr waren wir hier im Bereich knapp unter 11.900 und sind seitdem wirklich ja hier sehr, sehr stark und sehr, sehr sauber nach oben gelaufen. Das, was ich gerade sagte, in der vergangenen Handelswoche waren die Bereiche 13.175 und entsprechend der 303er-Bereich hier oben der Widerstandsbereich. Man sieht das wirklich sehr, sehr eindeutig, wie der Markt erstmal an dem 175er-Bereich hängen blieb, wirklich hier eben Luft holte, nicht extrem Luft holte, aber so ein bisschen Luft holte, um dann eben den nächsten Schritt genau an den Bereich 303 eben zu laufen. Da auch wieder Luft holte, fast den 175er-Bereich unten nochmal testete und dann zum Ende der Handelswoche jetzt anfängt wieder Gas zu geben oder anfing wieder Gas zu geben. Durchaus hier denkbar, dass wir eben entsprechend weiter gen Norden laufen. Und hier kommen die nächsten Bereiche und das können wir uns jetzt gerne anschauen, weil das sind ja die Bereiche, die dann eben auch interessant sein können. Zum einen als Zielbereiche, beziehungsweise dass man eben dann aus diesen Zielbereichen sich entsprechend natürlich die Chance-Risiko-Verhältnisse zusammenrechnen kann. Und da haben wir zum Beispiel den Bereich um die Marke 417, den Bereich um die Marke, was 532 ist das hier, und dann der Bereich eben, der eben neue Allzeithochs bedeuten würde. Das ist der Bereich um die Marke 13.041. Wie komme ich da drauf, wenn wir doch wissen, dass die Allzeithochs im Bereich 600 liegen? Naja, wenn man sich dann eben anschaut, wie in den letzten Tagen und Wochen immer wieder der Markt Schwünge zeigte, dann sehen wir, dass das so ein bisschen mehr als 40 Punkte eigentlich ist, dass eben diese Schwünge auf der Aufwärtsseite, wenn neue Hochs, Bewegungshochs ausgebaut worden sind, das ist meistens so ein bisschen mehr als 50, 60 Punkte oder um diese 50, 60 Punkte gewesen. Und wenn man da einfach mal so ein bisschen abzieht und sagt, okay, Allzeithochs können neu ausgebaut werden, wir gehen über die 600, dann ist es eben denkbar und ihr seht, die Abstände der nächsten Widerstände, die sind in etwa gleich groß und somit gehe ich dann eben auch vorsichtig davon aus, dass wenn die neuen Allzeithochs ausgebaut werden sollten im DAX, das kann kommende Woche passieren, übernächste Woche, übernächste Woche, das muss ja nicht heißen, dass die kommende Handelswoche genauso sauber weiterläuft, aber grundsätzlich haben wir in diesen Zonen dann eben die nächsten kommenden Widerstände, beziehungsweise der nächste Widerstand, der eben quasi im Nirgendwo liegt, weil es neue Allzeithochs sind, ist dann der Bereich eben oben um die Marke 13.640, also dieser Bereich dort oben. So, und jetzt müssen wir uns ja überlegen, das ist ja immer das, was ich jetzt dann mache, mir richtungsentscheidende Bereiche raussuchen. Also oberhalb welcher Bereiche ist der Markt sauber weiter long?
Saison, wo sollte man anfangen, vielleicht so ein bisschen vorsichtig zu werden? Und da gibt es für mich für die kommende Handelswoche eigentlich zwei Regionen, die da recht interessant sind, die man sich dort im Endeffekt so ein bisschen einprägen sollte. Und zwar ist es zum einen diese Schiebezone, die der Markt dann eben hier vollzogen hat, wo er an diese 175 dran gelaufen ist. Also das ist dann so der Bereich, das ist eigentlich relativ viel, das sind so 30, 40 Punkte, 175 hinab, so in den Bereich 40, 45, das ist so diese Zone, die hier oben interessant ist, oder die Schiebezone ist sogar noch etwas breiter, aber der Markt sollte eigentlich kurzfristig betrachtet, der kann hier von mir aus noch so ein Stück nach unten gehen, er kann auch in diese Zone reinlaufen, sollte hier dann aber mit diesem Schiebezonenbereich definitiv Unterstützung finden, um dann eben wieder gen Norden zu laufen. Solange der Markt das macht, ist für mich persönlich ganz sauber die Aufwärtsseite weiter aktiv. Der Markt kann die vergangenen Wochenhochs quasi ausbauen. Er kann weiter nach oben laufen, läuft in den Bereich 417, nächster Widerstandsbereich, beziehungsweise könnte dann hier so ein bisschen wieder konsolidieren und dann sauber in den nächsten Bereich, immer wieder weiter sauber gen Norden laufen. Solange das so bleibt, ist der Markt weiter aufwärts. Und ich persönlich, das hatten wir auch in den letzten Wochen immer schon besprochen, nicht versuchen, immer die Hochs zu erwischen. Es liegt natürlich auf der Hand, und das mache ich ja auch nicht selten, wenn ich solche Bereiche, solche Widerstandsbereiche natürlich relativ gut treffe oder eben sehe, okay, das sind wichtige charttechnische Bereiche. Die läuft der Markt ganz gerne an und reagiert dann auch in den Bereichen. Dann kann man es natürlich auch an solche Widerstandsbereichen immer mal antizyklisch auf der Abwärtsseite versuchen. Aber man sieht natürlich in solch Trendbewegungen, dass eigentlich die Aufwärtsseite die interessante Seite ist. Persönlich, wie gesagt, bin ich auch immer mal gerne dabei, konsolidierende Bewegungen zu handeln, entsprechend mit anderen Risikomanagementfaktoren, mit anderen Positionsgrößen. Aber das mache ich natürlich auch ganz gerne mal. Und somit kann man das natürlich vorsichtig, aber wirklich ganz doll vorsichtig auch immer sich mal anschauen, wenn der Markt in nächste Widerstandsbereiche läuft. Aber auf der anderen Seite ist es eigentlich viel interessanter, wenn der Markt nach oben läuft, Konsolidierung abwarten, um dann eben in den entsprechenden Unterstützungsniveaus, die sich dann bilden, entsprechend weiter die Aufwärtsseite zu handeln. Jetzt kommt ein zweiter Bereich hinzu, und zwar der Bereich, der so ein bisschen übergeordnet wichtig ist. Und zwar gibt es ja immer so den kurzfristigen Ansatz, den haben wir jetzt quasi schon eingezeichnet, und dann gibt es ja quasi den Gedanken des, ja, auch Swing Tradings, beziehungsweise wenn man sich das große Bild so ein wenig anschaut. Und da wissen wir aus der Vergangenheit und auch psychologisch oder eben ja vielmehr eigentlich mehr aus der Vergangenheit, als dass es psychologischer Natur ist, dass der Bereich um die Marke 13.000 doch einen gewissen, ja, Stellenwert hat, um eben unterstützend zu wirken, beziehungsweise wissen wir, dass charttechnisch der Bereich um die Marke 12.940 in der Vergangenheit ein sehr, sehr, sehr wichtiger charttechnischer Bereich war, also knapp unterhalb der 13.000. Und somit haben wir hier unten auch nochmal einen Bereich, der eigentlich fürs große Bild, und das zeichne ich jetzt mal ein, was ich damit meine, der richtungsentscheidende Bereich sein sollte. Also wir sind hier quasi nach oben gelaufen, man kann das jetzt einzeichnen, wie man möchte, aber das wäre jetzt hier so das Bild quasi, was ich übergeordnet annehmen würde als Bewegung, und dann ist es eben durchaus denkbar, dass der Markt natürlich auch in diesen Bereich hier unten reinläuft, um dann eben das große Bild nach oben weiter fortzusetzen. Und jetzt kommt ja immer das, dass wir eben die übergeordneten Gedanken, ja, Bewegung im Trend und konsolidierende Bewegung gegen den Trend im Falle eines Aufwärtstrends, dass wir hier dann auch mal vorsichtig immer daran denken, dass wir auch die Konsolidierungen gegebenenfalls mal versuchen zu handeln. Und das würde dann bedeuten, dass wir den Bereich, naja, so in etwa ab 13.140, 13.135 uns dann auch mal schnappen könnten mit dem Gedanken, dass wir eben in Richtung 13.000 oder beziehungsweise 12.950 durchaus konsolidierend uns bewegen können. Und somit ist das natürlich auch ein Bereich, der erstmal von den Punkten her, wenn wir wissen, okay, so 140, 135 in den Bereich 950 rein, das sind eben knappe 200 Punkte, die der Markt dort definitiv laufen kann. Und wer es eben mag, antizyklisch zu handeln, der hätte hier gegebenenfalls eben die Chance, auf solch eine konsolidierende Bewegung zu setzen, in dieses Unterstützungsniveau rein. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, was ich ja auch in den letzten Tagen und Wochen dann immer mal vertreten habe, wenn man davon ausgeht, dass eben auch mal eine etwas größere Konsolidierung eintreten kann, die durchaus im DAX auch schnell mal dazu führen kann, dass wir in den Bereich 12.600 oder ähnlich wieder zurücklaufen. Also hier wirklich, ich mache das mal ein bisschen dicker jetzt, dass wir hier gegebenenfalls wirklich noch ein Stück stärker konsolidieren können. Das sollte jetzt eigentlich ein Pfeil werden. Kriege ich jetzt nicht weg. Also ich zeichne das nochmal als Pfeil rein. Also, dass der Markt hier durchaus die Möglichkeit hat, auch ein bisschen stärker zu konsolidieren, dann ist es durchaus denkbar, dass man, wenn man hier Short-Positionen aufbaut und die vielleicht sogar dann mit Momentum gesegnet werden,
dass man auch mal vielleicht die komplette Position oder einen Teil der Position versucht mal stehen zu lassen, laufen zu lassen mit dem Gedanken, okay, vielleicht kommt ja eine etwas stärkere Bewegung. Aber das sollte nicht der Kernfokus sein, denn spätestens der Bereich 950 sollte eigentlich wieder unterstützend wirken, sollte eigentlich wieder Kraft geben, um den Markt dann entsprechend wieder nach oben wegzudrücken. Und somit hat man hier eine aggressive Überlegung, dann mal die Shortseite in diesem Bereich zu handeln. Und ich würde dann, wenn der Markt das hier unten gezeigt hat, also die 950 getestet hat und dann wieder anfängt zu steigen, dass man dann aus diesem 950er Bereich erstmal relativ zügig sich wieder mit der Aufwärtsseite beschäftigt. Allerdings hier eben der Unterschied. Wenn wir unter diese in etwa so 130, 140 laufen, bin ich mit Käufen erstmal ein bisschen vorsichtig, bis der Markt an die 950 ranläuft, um dann eben von dort wieder long zu handeln, solange der nur vielleicht in Richtung ja, 13.030 läuft, ja, 13.040 läuft, da bin ich dann mit Aufwärtsgedanken erstmal vorsichtig, dann solle er direkt erstmal wieder über den Bereich um die Marke 13.175 gehen, um dann von dort wieder long zu handeln. Also ich bin einfach in diesem Bereich unterhalb der ja, 130 Pi mal Daumen bis Richtung 950 so ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen defensiver mit der Long-Seite, um dann eben, wenn es eben wieder nach oben geht, halt dann eben auch auf der Long-Seite wieder mit dabei zu sein, beziehungsweise natürlich, wenn der Markt eben nicht die 950 halten sollte, sondern da drunter läuft, dann bin ich relativ zügig auch ein bisschen aggressiver eben auf der Abwärtsseite mit dabei. Ich habe in der vergangenen Handelswoche ein bisschen gehandelt, ich habe auch im DAX ein wenig gehandelt, ich habe im Gold ein bisschen gehandelt, Euro, US-Dollar habe ich sein lassen, US-Märkte habe ich einen Trade gemacht auf der Abwärtsseite, wo ich leicht ausgestoppt worden bin, konnte den Stop dort schon nachziehen. Also habe dort auch eine kleine Konsolidierung mal gehandelt, aber durch 9 Stunden Zeitverschiebung ist es dann doch ein bisschen schwierig, das alles zu covern. Dann bin ich auch viel unterwegs, wir sind viel im Auto, Internet ist auch wirklich teilweise. Also wir haben schon immer lachend im Auto gesagt, dass hier die USA, dass die definitiv nie auf dem Mond gewesen sein könnten, weil einfach das Internet hier, ja klar, also ich habe 3 verschiedene Möglichkeiten. Ich habe 2 Handykarten, um eben mit per Hotspot, per Handy, quasi Internet sich zu holen, beziehungsweise dann eben auch das Internet in den jeweiligen Hotels. Klar, da sind viele, viele Leute an dieser Internetleitung dran, aber man sollte doch wenigstens Seiten öffnen können. Ja, gut, dass ich nur Videos vielleicht nicht unbedingt hochladen kann, okay, aber naja, wir lassen das mal. Gut, also das sind so die Überlegungen zum DAX, also dass man eben wirklich schaut, klar, wir sind sauber aufwärts tendierend, wir können auch ein bisschen Konsolidierung, trotzdem erstmal so ein bisschen vorsichtiger, wenn man die Abwärtsseite handelt und wenn es dann stark nach unten kommt, 950 so als Kernwiderstand, Unterstützungszone, wenn wir da drunter laufen, dann durchaus denkbar, dass es dann doch mal ein bisschen stärker krachen könnte. Wie gesagt, das geht manchmal schnell, ne? Das kann einen Tag dauern, dann sind wir da unten, nächster Tag, übernächster Tag, bam, 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 geht es hier erstmal gen Süden und dann kommen eben die Bereiche unterstützen, die wir hier eben eingezeichnet haben, der Bereich 12.800, der Bereich 750 auf der Unterseite und dann eben 12.600. Das ist dann ja hier auch nochmal so ein Bereich, der recht interessant werden kann. Ähnlich sieht es ja in den US-Märkten aus, wenn wir vielleicht nochmal ganz kurz darüber sprechen. Die US-Märkte sind sehr, sehr stark. Wenn man sich den S&P anschaut, auch hier alles auf Allzeithochniveau. Wir sind knapp an der 100 dran gewesen im S&P. Also hier auch denkbar. Auch da, wie gesagt, der Fear and Greed Index, der ist sehr, sehr überheizt, überhitzt. Und hier ist es denkbar, wir haben ja den sehr, sehr wichtigen Bereich um die Marke 3000 gehabt. Wir hatten dann die Allzeithochbereich 3030. Also durchaus denkbar, dass natürlich aus dem 100er Bereich, wo wir uns fast befinden hier im S&P, dass wir die 70 Punkte Richtung 330 natürlich auch mal machen können. Das wäre dann die konsolidierende Bewegung, die auch der S&P eigentlich mal bräuchte. Sind in etwa so 70 Punkte. Und dann müssen wir eben schauen, wie der S&P dort mit diesem Unterstützungsniveau umgeht. Im Gold sind wir halt abwärts tendierend jetzt. Wir haben auch dort wichtige Unterstützungen sehr, sehr sauber, sehr, sehr schnell nach unten durchstoßen. Die 85 war ja da so diese Schiebezone, die wir im Gold hatten. Da sind wir nach unten ausgebrochen. Das war sehr, sehr interessant zum Handeln. Euro-US-Dollar kommt jetzt auch erstmal wieder zurück. Ich meine, jetzt ist es in Richtung 1,10. Also auch so leicht abwärts tendierend erstmal hier, wobei der Euro-US-Dollar für mich jetzt hier zumindest auch in den nächsten 1,5 Wochen erstmal keine Rolle spielt. Ich werde schon auf die US-Märkte, DAX schauen und auch so ein bisschen aufs Gold, aber Euro-US-Dollar ist für mich erstmal eher sekundär. Ich hoffe, ich kann das Video jetzt hochladen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich werde auch schauen, dass ich noch Videos in der kommenden Handelswoche hochlade bezüglich des DAXes dann am Morgen, dass euch das dann eben zur Verfügung steht. In diesem Sinne, ich bin dann erst am 20. quasi wieder, am 21. wieder im Office. Da können wir wirklich wieder live gehen. Dann werden wieder die Live-Trading-Räume kommen. Andreas Müller hat ja übernommen vergangene Handelswoche und ich hoffe, dass das auch funktioniert hat und dass das grundsätzlich gut lief. Er wird in der kommenden Handelswoche, ich meine Dienstag und Donnerstag, schaut da gerne in den Eventkalender hier entsprechend den Live-Trading-Room übernehmen und dann bin ich in 1,5 Wochen
spätestens dann auch wieder online. In diesem Sinne euch. Good Trades, Mega Trading, eine tolle Handelswoche, falls wir uns nicht hören sollten. Ich hoffe, ihr hört mich dann eben per Video. Bis dahin, euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.